Hi Leute, ich begrüße euch hier bei Weipers Meerwasser Infothek zu einem neuen Teil im neuen Jahr und es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich anzusagen habe. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, das Jahr 2021 fängt bei mir mit Umstellung von Versorgungssystemen an am Hauptbecken. Dann haben wir einen kleinen Mangel am Projektbecken und Ursachenforschung am Projektbecken. Dann haben wir noch im Programm Vorstellungen, die nächste Woche kommen, die ich euch definitiv bringen werde. Und all das möchte ich euch heute mal kurz näher bringen. Fangen wir aber mal mit dem Hauptbecken an. Ihr wisst ja, ich habe eine ICP machen lassen und ich blende euch die mal ein. Die letzte ICP, die ich habe machen lassen, sah ja nicht ganz so rosig aus. Die hatte charmante 73%. Es fehlte einiges an Mengenelementen wie Bor, Fluor, Strontium. Jod war viel zu hoch und es war also Handlungsbedarf da. Warum war der Handlungsbedarf da? Ich gehe mal davon aus, dass ich ein in Anführungszeichen schlechtes Salz hatte und die entsprechenden Mittel nicht in der entsprechenden Höhe in diesem Salz drin waren. So, jetzt bin ich hingegangen, habe mir die entsprechenden Sachen geholt, die ich brauchte, um das alles wieder anzugleichen und habe eine neue Analyse machen lassen, die ich euch jetzt mal eben zeige hier. Die jetzt auf 92% liegt und da sind die Empfehlungen, die ich noch zu machen habe, dass ich das Problem habe, dass Vanadium und Mangan noch fehlt, beziehungsweise auch ziemlich gut von meinem Becken wahrscheinlich verbraucht wird. Aber diese Analyse sagt mir im Endeffekt, und das habe ich auch in Rücksprache mit ATI abgesprochen, dass ich jetzt das Versorgungssystem umstellen kann von dem Balling Light, was ich bisher gemacht habe, auf die Essentials Pro. So, ich blende euch mal eben kurz meinen Technikschrank ein und ihr seht, da hat sich einiges verändert. Und zwar sind die großen Kanister raus, weil die Essentials Pro sehr viel konzentrierter sind, sehr viel, ja, ich sag's mal, potenter sind, sage ich in Anführungszeichen. Ich brauche nicht so viel. Ich habe zum Beispiel bisher 250 Milliliter KH dosiert. Diese 250 Milliliter werden jetzt am Anfang erstmal auf 62 Milliliter runtergebrochen, also sprich die vierfache Menge weniger. Und ich muss natürlich jetzt jeden Tag messen, passt das nicht und das dementsprechend angleichen. Darüber werde ich euch natürlich beim nächsten Tagebuch berichten, wie da die Umstellung gelaufen ist. Ja, schwenken wir rüber zum Projektbecken. Und alles in allem sieht das Becken eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber auch hier muss ich gerade eben mal kurz in die Analyse gehen, die ich bekommen habe. Projektbecken Cubicus, da haben wir es. Nein, nicht bearbeiten. Analyse bitte. So, und hier war die Analyse bei 82%. Und hier hatte ich auch unter anderem wieder Strontium, Bor und Fluorid zu wenig. Diese durfte ich natürlich dementsprechend nachdosieren. Und da bin ich dann im Moment dran, mit ATI rauszufinden, warum die entsprechenden Mittelchen da jetzt gefehlt haben, welche Maßnahmen wir dagegen treffen können. Auch hier dosiere ich ja im Endeffekt die ATI Essentials Pro. Und ihr seht, das Becken an sich steht sehr gut. Und ich kann euch sagen, nachdem ich Strontium, Bor und Fluorid nachdosiert habe, sind meine Korallen auch wieder richtig schön aufgegangen. Also das sind Sachen, die definitiv mit reingehören. Ja, was noch in der Analyse drin war, muss ich nochmal eben schauen. Genau, wir haben einen erhöhten Zinn- und Zinkwert, wobei der Zinkwert noch, nee, Nickel ist noch erhöht. Ich habe wohl irgendwo noch einen Eintrag und ich vermute mal, dass ich den in meinen Osmosefässern habe, weil das Wasser, was ich einschicke,
nehme ich ihn direkt aus der Leitung heraus. Und es kann sein, dass in meinen Osmosefässern noch irgendwas drin ist, Reste drin liegen, die ich dann dementsprechend, ja, die das entsprechende Material abgeben. Und somit gebe ich es natürlich jeden Tag übers Osmosewasser mit rein. Leichten Zinn- und Nickelwert habe ich auch im großen Becken noch, aber aufgrund der Menge, aufgrund der, ja, der Größe des Beckens fällt das da nicht wirklich auf. Ja, Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Ihr habt es garantiert im Hintergrund gesehen beim Projektbecken. Da schwimmt momentan ein kleiner Rotmeerdoktor drin. Den habe ich jetzt da drin erstmal vorübergehend, weil ich ihn in der Größe nicht ins große Becken einsetzen kann. Den möchte ich da ein kleines bisschen abwachsen lassen. Hat natürlich für mich auch jetzt gerade den Vorteil beim Projektbecken, dass er mir hier und da die Algen am besten runterzupft. Ich wollte eigentlich einen kleinen Algenblenny kriegen. Hat aber natürlich auch die Problematik, dass der früher oder später in diesem kleinen Becken verhungert und ich ihn dann auch rübersetzen müsste. Also ihr seht, die Problematik mit den Algen in dem Projektbecken ist da. Da muss man auch dementsprechend was tun. Also ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich, ich sage es mal, ja, Schnecken gehen zwar fast überall ran, aber auch nicht an alles. Und da ist noch ein kleiner Doktor natürlich, ja, spielt mir jetzt gerade in die Hände, weil ich halt die Möglichkeit habe, das Ganze rüber ins Projektbecken zu setzen. Das wollte ich nur noch mal kurz als Erklärung hinterher setzen. Nicht, dass es heißt, guck mal, der hält den Rotmeerdoktor da in 120 Liter. Er bleibt nur kurzfristig da drin. Also, ich sag mal, 2, 3 Monate, vielleicht 4 Monate, bis er eine gewisse Größe und Kräftigkeit erreicht hat. Und dann versuche ich den im Hauptbecken zu vergesellschaften. Sollte das mit dieser Vergesellschaftung nicht funktionieren, steht jemand Gewehr bei Fuß, der den liebend gerne in gute Hände nimmt, also der ihn mir dann abnimmt, der ein großes Becken hat, wo das garantiert funktioniert. Ja, das ist im Prinzip alles zu den beiden Becken erstmal. Und ich hatte euch eine Produktvorstellung versprochen. Die Firma Aquamedic hat die neue DC Runner auf den Markt gebracht, jene welche hier. Ich habe die 9.3 jetzt im Einsatz. Sie hat eine App-Steuerung. Sie ist ein bisschen aufgehübscht worden. Und was sie noch alles kann, das erfahrt ihr definitiv dann nächste Woche, wenn das Video rauskommt. Die Produktvorstellung zur DC Runner. Ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Ding. Nicht nur eigentlich, ich bin begeistert von dem Ding. Was rede ich denn hier? Die Pumpe tut das, was sie soll. Und alles in allem erfahrt ihr mehr in der Produktvorstellung. Ja, das war's auch eigentlich schon für heute. Kurz knackig, kurze Infothek. Alles Weitere erfahrt ihr dann bei den entsprechenden Tagebucheinträgen bzw. Lives, die wir vielleicht jetzt in Angriff nehmen. Weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe noch keine Vorstellung, welche Themen wir machen. Aber vielleicht bringt ihr mich ja darauf. Schreibt mir mal runter, was ihr gerne für Themen gemacht bzw. bearbeitet haben wollt. Natürlich mit Rücksicht darauf, was wir schon gemacht haben. Schreibt es mir bitte runter in die Kommentare und dann weiß ich auch, in welche Richtung wir da dann nächst weiterarbeiten sollen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr diese Infothek hier schaut. Ich zähle auf euch, bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao.